Ja, hallo, heute soll es um das Thema Jahresbericht der WHO und der Weltbank gehen, welcher am 14.09., also vor 2 Tagen, veröffentlicht wurde. Aus diesem Bericht geht hervor, dass die zerstörerischen, Folgen von der Corona-Pandemie erstens noch über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg spürbar sein sollen, dass also auch die Kosten sich auf 11 Billionen Dollar sofort belaufen und auf weitere 10 Billionen im Laufe der Zeit, also gesundheitliche, soziale und auch wirtschaftliche Folgen dieser Pandemie. Auf der anderen Seite steigen die Aktienkurse. Ja, wie passt das zusammen? Und ja, darüber möchte ich mit euch in diesem Video sprechen. Wenn das euer Thema ist, bleibt dran. Bis gleich, euer Marco Reus. So, hallo, hier bin ich wieder und zwar, ja, die Schlagzeilen einzelner Presseberichte. Wie gesagt, Corona-Pandemie kostet 11 Billionen Dollar. Globaler Corona-Report zeigt, dass der Einnahmeverlust von 10 Billionen Dollar hier zu Buche steht. Ich hänge das alles nochmal in der Videobeschreibung dazu, aber ich habe mir hier die wichtigsten Eckdaten mal zusammengetragen, dass wir hier also auch nichts vergessen. Also als erstes mal geht es um den Bericht, der da veröffentlicht wurde. In diesem Bericht oder aus diesem Bericht geht halt hervor, wie ich eingangs erwähnt habe, dass die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie noch Jahre andauern werden, dass es also noch nie in der Geschichte einen weltweiten Lockdown gab, der also solche wirtschaftlichen Verwerfungen mit sich bringt. Auf der anderen Seite natürlich das Eingreifen der Notenbanken mit Geldfluten, ja, also die Märkte mit Geld geflutet. Die kürzlich stattgefundene EZB-Sitzung hat ja auch hier nichts Neues gebracht. Also die Zinsen können ja eigentlich gar nicht angepasst werden. Also es bleibt beim Nullzinsniveau. Es werden aber zunächst erst keine weiteren Hilfsmaßnahmen ergriffen, außer die bereits beschlossenen. Und da bleibt natürlich abzuwarten, welche Folgen das an den Märkten letztendlich hinterlassen wird. Aber bleiben wir mal bei unserem Thema. Also die Weltbank rechnet nach konservativen Schätzungen in den nächsten Jahren, muss man sagen, mit einem Verdienstverlust speziell der jüngeren Generation, ja, also durch Bildungsdefizite in Höhe von ca. 10 Billionen Dollar. Ja, also das muss man einfach mal wissen. Die Pandemie könnte außerdem im Jahr 2020 fast 100 Billionen Menschen, Billionen, Entschuldigung, jetzt sind wir bei Menschen, 100 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut treiben. Also das ist ein unglaubliches Thema, was wir hier gerade erleben. Und die Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen werden besonders hart getroffen. Das ist auch das Thema. Und die langfristigen Folgen der jüngeren Generation sind natürlich auch deswegen, da gibt es jetzt also auch schon wissenschaftliche Paper drüber, dass also mehr als 1 Milliarde Kinder vom Schulbesuch abgehalten worden sein und was das dann ausmacht, wenn man da also ein paar Tage fehlt. Also da gibt es wirklich Paper drüber, wissenschaftliche Paper, die das auch beweisen, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Also die Weltgemeinschaft hat also trotz zahlreicher Warnungen komplett versagt. Also das ist auf jeden Fall mal schön, dass das auch mal eingesehen wird, also dass die Folgen hier katastrophal sind. Und das Thema ist natürlich also die Kosten, was die Corona-Pandemie mit sich bringt und auch die Verwerfungen. Also in den manche Branchen, wie gesagt, haben ja hier Existenzängste zu überstehen bis hin zum Existenzverlust auch. Das muss man auch wissen, also durch diese Maßnahmen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Sache erlebt in den letzten Wochen, eine V-förmige Erholung an den Finanzmärkten. Also die Aktienmärkte laufen. Also es findet hier eine Entkopplung der Märkte von der Realwirtschaft irgendwo statt. Die Leute fragen sich natürlich auch, gibt es das, ist das normal? Und auch hier habe ich einen wunderbaren Bericht gefunden, der das also sehr schön erläutert auch. Ich habe das mal aufgearbeitet für euch und ich möchte euch das mal zeigen. Also wichtig an der Stelle für mich immer wieder, wer meine Videos schon öfter verfolgt, der weiß es ja, es gibt immer zwei Betrachtungsweisen. Ja, wenn ihr also jetzt auf die Sache drauf schaut, was ich euch gerade hier erzähle, haben wir auf der einen Seite die Corona-Pandemie und die Folgen. Also jetzt schaut auf die Tasse, das ist sie jetzt. Dann ist der Henkel von euch aus gesehen vom Bildschirm auf der linken Seite, von mir auf der rechten Seite. Wir schauen beide auf das gleiche Konstrukt und beide haben wir recht. Und genauso ist es natürlich auch, was die aktuelle Situation betrifft. Also man muss hier ganz klar unterscheiden, was schaue ich mir hier gerade denn eigentlich genau an. Und auf der einen Seite natürlich
die wirtschaftlichen katastrophalen Folgen dieser Pandemie und auch die Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, mit dem absoluten Lockdown die Welt einmal lahmgelegt. Und welche Folgen das hat, das haben wir hier gehört. Also aus diesem Bericht geht es hervor. Wie gesagt, in der Videobeschreibung hänge ich es dazu. Und auf der anderen Seite haben wir eine absurde Abkopplung oder Entkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft. Ja, aber die Kurse steigen, während die Wirtschaft jammert, also überall, es werden Millionen Menschen entlassen, es gibt ganz viele Arbeitslose, also speziell auch in den die USA war ja dort auch sehr hart getroffen. Und in den USA war es ja so, dass innerhalb weniger Wochen Millionen Menschen arbeitslos wurden. Ja, also das zweite Quartal geht also dank dieser rekordhohen Einbrüche, was die Wirtschaftsleistung betrifft, auch in die Geschichtsbücher ein und die Börsen steigen trotzdem. Ja, also die Frage ist ja, warum ist es so? Und weil es zwei Betrachtungsweisen gibt, schauen wir uns mal die erste Betrachtungsweise an. Ich habe im letzten Jahr schon mal ein Video dazu gemacht, also der Buffett-Indikator, der sich ja zusammensetzt aus dem Wilshire 5000-Index. Das ist also ein Index, der unter den Laien eher weniger bekannt ist. Das sind ca. 3500 US-Aktien, aber nicht einfach nur gelistet, sondern nach ihrer Marktkapitalisierung. Also der ist sehr aussagekräftig. Und auf der anderen Seite wird das BIP ins Verhältnis gesetzt, also das amerikanische Bruttoinlandsprodukt, und das ergibt so einen Faktor. Auf der einen Seite haben wir heute hier das Problem, ich muss das mal zeigen, dass dieser Faktor im zweiten Quartal 2020, also jetzt gerade bei 1,52%, höher liegt als vor Platzen oder bei Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Also das ist ein Indikator, der eigentlich sagt, okay Leute, Vorsicht an den Aktienmärkten. Aber eine Sache ist auf jeden Fall mal wichtig. Also das erste ist, wie gesagt, zwei Betrachtungsweisen. Das ist die eine. Die andere Seite ist ganz einfach die, dass es das in der Vergangenheit schon öfter gab. Dass also die Wirtschaft schlecht läuft, die Aktienmärkte laufen gut. Da gab es einen guten Bericht auf Finanzen 100. Das habe ich hier mir mal rausgezogen, um das euch mal zu verdeutlichen. Also speziell im Jahr 2009 war das der Fall. Also da hatten wir nach der Finanzkrise gesehen, dass der Wilshire 5000 Index also um fast 30% anstieg bei katastrophalem BIP. Also das Einbruch in der Wirtschaft war massiv und trotzdem ist der Index gestiegen. 1973 wiederum hatten wir ein sensationell gutes Bruttoinlandsprodukt in den USA und die Aktienmärkte haben massiv korrigiert. Also hier sieht man durch diese Punkte in der Mitte und diesen zwei Extrempunkten, dass es immer wieder vor allem auch Phasen gibt, in denen die Märkte komplett losgelöst von der Wirtschaft laufen, und das hat auch Gründe. Und da ist es natürlich auch so, und das ist also auch wichtig, dass man das im Endeffekt in seine Betrachtung mit einbezieht. Die billige Geldpolitik der Notenbank ist natürlich die neue Realität. Also das heißt, dass die klassischen Marktbeobachter natürlich recht haben, also die Fundamentaldaten, was man jetzt so hat, sind natürlich schwer in die Betrachtungsweise mit einzubeziehen, weil man auf der einen Seite die wirtschaftliche Marktlage betrachten will und auf der anderen Seite hat man da die Unternehmen, die also wie gesagt zahlreiche Leute entlassen müssen und so weiter und so fort. Das Wichtige ist aber, dass die Notenbankliquidität für diese Börsenhoss ja seit Jahren schon sorgt. Also wir haben das ja erlebt, also seit die Geldschleuse geöffnet wurde, wurden die Märkte ja ein Stück weit vor sich hergetrieben. Und die Frage ist, ob man sich als Anleger vielleicht nicht ein Stück weit an diese Realität gewöhnen muss. Das heißt also, ich kriege auf der einen Seite ja, ich habe das auch immer wieder gezeigt, hier die böse Null, die Nullzinspolitik der Notenbanken, braucht man nicht reden. Also Geldanlagen, Geldwertanlagen wie hier zum Beispiel, ja, die D-Mark zusammengeschreddert, also der innere Wert einer Währung ist Null, dahin kehrt jede Währung irgendwann zurück. Das heißt also, es gibt momentan keine Zinsen, ganz im Gegenteil. Man muss sogar teilweise schon Strafzinsen auf sein Guthaben bezahlen. Und die einzige Möglichkeit, um noch eine Rendite zu erwirtschaften, die nach Inflation spürbaren Erfolg bringt oder spürbar mehr Geld in den Geldbeutel spült oder in die Anlage spült, ist nun mal der Aktienmarkt. Und da wissen wir halt einfach, wie eben gezeigt, dass es diese Phasen immer wieder gibt.
auch das zweite Quartal 2020 hat es ja gezeigt, also trotz des massiven Einbruchs in der Wirtschaft weltweit oder jetzt speziell in den USA, Wilshire 5000, über 20% Steigerung, ganz schlechtes BIP. Ja, also diese Phasen gibt es immer wieder und daran muss man sich ein Stück weit auch gewöhnen, weil die Interventionen der Notenbanken ja weiterlaufen. Das heißt also, die Notenbanken sorgen ja mit diesem billigen Geld dafür, dass die Quantitätsgleichung, aufgestellt von Irving Fisher, ein Ökonom aus dem letzten Jahrhundert, ich habe das an anderer Stelle schon immer wieder erwähnt, nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Und die besagt ja, dass die Geldmenge mal die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes gleich der Inflation mal dem Wirtschaftswachstum sein muss, einer Währungsregion, damit es funktioniert. Und auch da ist es ja so, also trotz der bedenklich niedrigen Inflation, die wir gerade haben, und ich habe das also auch hier nochmal, in der Corona-Krise haben die Währungshüter, wie gesagt, ja bei der letzten Sitzung die Zinsen nicht angehoben und das Notaufkaufprogramm jetzt erstmal auch nicht erweitert. Also da ist noch, wie gesagt, bestimmt viel Munition da, nur die Frage ist, wie lange geht es? Also die Kehrseite der Medaille darf man natürlich auch nicht vergessen. Und hier mal die Langzeitbetrachtung von diesem Wilshire 5000 seit 1970. Natürlich, jede Krise wurde aufgeholt und natürlich auch übertroffen. Das ist alles kein Thema. Und man, ich habe hier also auch einen US-Vermögensverwalter nochmal, den ich hier zitieren möchte. Also die Historie der US-Börse zeigt auch, dass diese Entkopplung der Märkte, wie gesagt, nicht allzu selten ist. Und wie gesagt, diese Nicht-Korrelation zwischen Aktien und Wirtschaft sollte nicht verwunderlich sein. Und deswegen auch die Grafik der FRED nochmal hier, die ich Ihnen ja gezeigt hatte, dass es also diese Punkte immer wieder gibt. Wichtig für uns ist aber letztendlich was anderes, und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal betont wissen. Das Entscheidende für mich ist immer, wenn man über Geldanlage nachdenkt, also wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen, die da einhergehen, bis hin zu allem, was da möglich ist, also Dr. Markus Krall, Professor Dr. Max Otte auf der einen Seite, ich habe kürzlich auch ein Interview mit dem Volker Hellmeier gemacht, auf der anderen Seite, also wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, dass wir in einer Zeit unterwegs sind, die so noch kein Mensch erlebt hat. Also es hat auch keiner eine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie lange das Programm, dieses billige Geldprogramm noch laufen kann, also bis es irgendwann komplett scheppert. Über eine Sache spricht fast keiner, also diese 800 Billionen Euro große Derivatebombe, die zusätzlich unseren Wohlstand bedroht. Also da habe ich auch an der Stelle immer wieder darauf hingewiesen, das ist eine Zahl der BITS, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die das mal irgendwo veröffentlicht hat. Also ist das Zehnfache des Welt-BIP mittlerweile groß, diese Finanzzockereien. Und ganz am Schluss, bei all dem Verständnis, auf der einen Seite katastrophale Wirtschaft, steigende Börsen, wie gesagt, die Quintessenz daraus ist einfach, dass man ohne Aktieninvestments keine Chance hat, hier noch eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften, also in Sachwerte zu investieren. Dazu gehört natürlich auch das physische Gold. Dazu gehören auch Goldminen, wie gesagt, was wir machen in unserem Portfolio für all diejenigen, die halt auch, also ausgesuchte Minenwerte natürlich, also das möchte ich hier jetzt nicht vertiefen, wie gesagt, haben wir an anderer Stelle schon. Und natürlich auch den klassischen Aktienmarkt. Also wie gesagt, auch hier ist wichtig, immer wieder die kürzere Vergangenheit mal zu beleuchten, wann passiert was mit Gold, wann passiert was mit Aktien, wann performt eine Assetklasse die andere out. Und das haben wir ja hier erlebt. Also 2009 hatten wir damals die Finanzkrise und dann im Jahr 2011, also erstmal ist Gold und Aktienmärkte, hier jetzt in dem Fall der DAX und der Dow Jones, nebeneinander her erstmal entwickelt und dann kam es eben zu diesem Outperformen. Gold hat die Aktienmärkte erstmal outperformed, das Ganze auch circa 2 Jahre lang und dann Notenpresse an, also immer mehr Geld gedruckt, Zinsen runter und der Markt wurde geflutet mit billigem Geld und dann kam es hier hinten zum Kreuzen der Kurse, das heißt also Aktien haben Gold massiv outperformed. Und da ist jetzt halt einfach die Frage, wann passiert es hinten raus das nächste Mal? Also wann wird der Aktienmarkt wegbrechen? Es kann natürlich sein, dass die US-Wahl eine große Rolle spielt. Es kann natürlich sein,
dass die Maßnahmen der Notenbanken irgendwann nicht mehr greifen. Es kann sein, dass Banken pleite gehen, weil natürlich auch durch dieses Insolvenzverschleppungsgesetz, wie ich es mal bezeichnen möchte, dann eine Insolvenzflut droht, die Banken kippen und dann geht es auch mal ganz schnell. Also umso wichtiger ist es ganz einfach, dass man sein Geld nach wie vor breit streut. Ja, das ist ein Satz, den jeder Anleger schon mal irgendwo gehört hat, aber wichtig ist über die einzelnen Assetklassen hinweg. Sprich, wie gesagt, physisches Gold und Silber gehört in jedes Portfolio, im eigenen Dunstkreis gelagert. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Und ganz am Schluss ist eine Sache besonders wichtig und da sollte man auch genau hingucken, dass man mit seiner Kapitalanlage, also im Aktienbereich, auch den kompletten Konjunkturverlauf abbildet. Also nicht zuletzt, ja, hat sich auch ein gewisser Warren Buffett gerade von zahlreichen Finanzdienstleistern verabschiedet beziehungsweise dort die Beteiligungsquote massiv reduziert, weil es eben in solchen Abschwungphasen Branchen gibt, die erst ganz spät in so einem Zyklus wieder interessant sind, also wenn es schon fast wieder vorbei ist. Und deswegen, diese Geschichte hat sich auch von Airlines getrennt. Und im Abschwung funktionieren halt besonders Branchen wie Nahrungsmittel, Pharma, Versorger, ganz am Ende dann Versicherungen und Banken wieder, wenn es wieder von Neuem losgeht, und Rohstoffproduzenten. Und hier gibt es die Möglichkeit, sich einen wunderbaren Gegenhedge aufzubauen zu seinem ursprünglichen Aktieninvestment, das man ja in der Regel in diesem Sektor meistens aufsetzt. Also sprich, diese Branchen, die hier zyklische Branchen darstellen. Und das ist einfach mal eine wichtige Information, also ohne das jetzt auszuschmücken. Wir machen das mit unseren einzelnen Strategien für unsere Kunden, balancieren die auch regelmäßig aus, sodass also hier vor allem dann auch dem Sorge getragen wird, dass man den Markt als Entscheidungsgeber nimmt und nicht emotional am Markt tätig ist. Also emotional am Markt tätig hieße ja, dass all diejenigen, die jetzt im März, als dieser große Rücksetzer war, 2020, dem Aktienmarkt ferngeblieben sind. Das hat was mit Emotion zu tun. Ganz im Gegenteil, wir sind gekommen, haben diesen Erholungsprozess jetzt mitgemacht. Geht hier nicht um den günstigsten Einstiegszeitpunkt. Den haben wir natürlich auch nicht erreicht. Das schafft keiner. Aber tendenziell haben wir dort diese Erholung ganz gut mitgenommen. Und jetzt geht es ganz einfach darum, die Augen offen zu halten. Es gibt keine Alternativen zu Aktien. Also egal welche, ja, zyklische oder nicht zyklische. Hier kann man ganz viel im Bereich Minenbeimischungen machen, Gold, Silberminen, was also ein gutes Pendant zur physischen Anlage darstellt, weil es mir immer um echte Investments geht, also nur das Kaufen, was man auch versteht, also nichts mit Papier und Zocker und Auslieferungsmöglichkeiten, wenn es dann soweit ist und dann kann man was ausliefern lassen, das hat alles für mich keinen Wert, also es geht nur um echte Investments hier, was man auch angreifen, anfassen kann, Aktiengesellschaft, da kann ich zur Aktionärsversammlung fahren, kann die Hand heben, kann abstimmen theoretisch und habe dort die Möglichkeit, mich an der kompletten Wertschöpfungskette zu beteiligen. Und das war einfach das, was ich euch heute mal hier mit auf den Weg geben wollte. Also auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir natürlich die Verwerfungen bis hin zu den Grundrechten, die eingeschränkt wurden während der Corona-Pandemie und die immer noch nicht aufgehoben wurden. Eine Katastrophe. Auf der anderen Seite haben die Aktienmärkte funktioniert. Sage ich jetzt einfach mal, wie gesagt, das ist der Kanal hier, soll den Menschen dabei helfen, ihre Kapitalanlagen in Sicherheit zu bringen, also ihr Vermögen zu sichern, egal wo ich mich befinde. Und das wollte ich hier an der Stelle einfach mal loswerden, dass es also keine Seltenheit ist, dass die Aktienmärkte sich komplett von den Wirtschaftsdaten hier im Endeffekt unterscheiden oder halt abkoppeln, entkoppeln, sondern dass das einfach auch der Interventionen der Notenbanken ein Stück weit geschuldet ist, die den Markt fluten. Das wollen die weiter tun. Deswegen sollte man den Aktienmarkt auch weiterhin bedienen und auf der anderen Seite den Gegenhedge bilden mit anderen Assets, die dann im Endeffekt dafür Sorge tragen, dass dort langfristig alles gut geht. Sondervermögen ist die Lösung. Also nichts auf den Banken liegen lassen. Wie gesagt, da ist also ganz viel Druck auf dem Kessel mit diesem Insolvenzverschleppungsgesetz in Anführungszeichen. Ja, ganz viele Zombie-Unternehmen, vor allem leiden gerade auch massiv die Dienstleistungsbranchen. Ja, alles, was mit Gastronomie zu tun hat, Hotels zu tun hat, dann auch die Eventbranche. Und die Banken haben natürlich diesen Menschen auch ganz viel geholfen durch Kredite und so weiter. Und wenn es da zu Kreditausfällen kommt, bis hin zu Immobilienkrediten, dann kann das mal ganz schnell gehen. Wie gesagt, an der Stelle hat Dr. Markus Krall schon ganz viel
Gesagt auch, an der Stelle möchte ich das also auch nochmal hier unbedingt sagen, denn es soll hier in keinster Weise der Eindruck entstehen, dass das letzte Video und auch jetzt dieses Interview mit dem Volker Hellmeier jetzt die Meinung oder meine Meinung komplett verändert hat. Ich bin hier einfach ganz neutral unterwegs und möchte einfach nur den Menschen dabei helfen, ihr Kapital in Sicherheit zu bringen. Und meine Meinung zu dem Thema, die ist längst hinlänglich bekannt. Ich habe ein E-Book dazu gemacht, ja, wie Sie Ihr Vermögen vor dem großen Crash in Sicherheit bringen, indem ich die 21 größten Krisen der Menschheit untersucht habe. Das habe ich hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal mit dabei. Es ist 5 vor 12 oder vielleicht schon 5 nach 12, wir wissen es nicht. Deswegen ist das hier wichtig, ja, alles zu machen, alle Assets zu bedienen, ja, Aktien, Edelmetalle, auch Immobilien zu besitzen, um das gut zu überstehen. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch bitte einen Daumen hoch. Lasst bitte auch ein Abo da und nicht zuletzt aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst. Wenn es das volle Programm sein soll, dann einfach auch noch im Newsletter-Verteiler auf www.zuvielbezahlt.de eintragen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis bald, euer Marco Reus.